Martina Navratilova und die Gegnerin, sie wird jetzt ermittelt im Spiel zwischen Chris Evert aus den USA und Raffaella Reggi aus Italien. Das ist die Dame, die Sie sicherlich kennen. Chris Evert, 33 Jahre alt, an Nummer 2 hier in Filderstadt gesetzt, in der Weltrangliste auf Position 3. Seit über einem Jahrzehnt dabei. 18 Grand Slam-Titel hat sie gewonnen. Dreimal siegte sie in Wimbledon, 7-mal in Paris, 2-mal in Australien, 6-mal bei den offenen amerikanischen Meisterschaften. Und bei den ersten 3 Begegnungen hier in Filderstadt fällt eines auf. Der erste Satz ging jeweils deutlich an Chris Evert. Im zweiten hatte sie immer Probleme, sowohl gegen Silke Meier als auch gegen Katarina Lindqvist, die Schwedin, die hier ja schon einmal vor Jahren erfolgreich war. Und auch gestern gegen Silvia Hanika, die ja bei einer 4:3-Führung und eigenem Aufschlag die große Chance hatte, den zweiten Satz zu gewinnen. Aber immer wieder ist es Chris Evert dann doch gelungen, sich zu konzentrieren. Sie hat gesagt, dass sie gerne solche Spiele bestreitet, in denen sie gefordert ist, in denen sie Leistung bringen muss. Das würde sie nur stärker machen. Und Stärke braucht sie heute im Spiel gegen diese junge Dame, gegen die 22-jährige Italienerin Raffaella Reggi aus Faenza in Italien, in der Weltrangliste auf Position 24 geführt. Und Raffaella Reggi hatte eigentlich nur Probleme in der ersten Runde des Turniers gegen die französische Qualifikantin Catherine Tanvier. Ging sie über 3 Sätze, anschließend siegte sie mit 2:0 Sätzen gegen die Österreicherin Judith Wiesner und gegen eine weitere Französin, gegen Nathalie Tosia. Und Raffaella Reggi ist so etwas wie der Publikumsliebling hier in Filderstadt. Sie ist sicherlich nicht gerade mit Talent überhäuft. Sie ist eine Kämpferin auf dem Platz, die keinen Ball verloren gibt. Ständig in Bewegung. Ihre stärkste Waffe, der beidhändige Rückhandball. Ihr Schwachpunkt, der Aufschlag. Raffaella Reggi hat in Suhl bei den Olympischen Spielen, Sie sehen es in der untersten Zeile, gewonnen gegen Chris Evert im Achtelfinale. Nach 3 Niederlagen zuvor, unter anderem auch im vergangenen Jahr hier in Filderstadt, wo ja Chris Evert im Finale dann gegen Martina Navratilova unterlegen war. Eine bittere Niederlage war das für die Amerikanerin. Raffaella Reggi ihrerseits schied dann, nachdem sie übrigens in der Runde zuvor Claudia Kohde-Kilsch besiegt hatte, dann im Viertelfinale aus gegen die Bulgarin Manuela Maleva. Der Schiedsrichter, ein bekannter Herr bei vielen, vielen Turnieren, dabei Zoltán Bogner hier aus Stuttgart. Man erwartet im Allgemeinen eine sehr zähe Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Damen, die sich an der Grundlinie am wohlsten fühlen. Raffaella Reggi hat in diesem Jahr ein Finale erreicht, und zwar in Brüssel. Dort unterlag sie dann der Spanierin Arantxa Sánchez mit 0:6 und 5:7. Die Turniererfolge von Chris Evert aufzuzählen, das würde wahrlich zu weit führen. 157 Turniere hat sie in ihrer Laufbahn gewonnen, so viele wie keine andere Spielerin. In diesem Jahr war sie 4-mal erfolgreich, zuletzt in New Orleans. Chris Evert versucht sich zum 3. Mal hier in Filderstadt. 1979 schied sie im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Tracy Austin aus und im vergangenen Jahr, ich erwähnte es eben bereits, im Finale gegen ihre große Konkurrentin Martina Navratilova. Raffaella Reggi gewann die Wahl und entschied sich für den Rückschlag. Raffaella Reggi zum 4. Mal hier in Filderstadt ihre beste Aufschlag bis Evert. Das Jahr hatte sie 85, wo sie das Viertelfinale erreichte und gegen Katharina Lindqvist. Raffaella Reggi hat nicht gerade überraschend sich für Rückschlag entschieden. Aufschlag Chris Evert. Play.
0:15. Love 15. Sind beide. 15 on. Thirty on. Der attraktivste Ballwechsel. Einstein, Jus. Thank you.
Vorteil, Advantage, Chris Evert. Sehr früh genommen von Raffaella Reggi, dieser zu schwache und zu kurz geratene zweite Aufschlag von Chris Evert. Vorteil, Advantage, Reggi. Einstein, Jus. Und läuft, Raffaella Reggi, und gibt keinen Ball verloren. Es ist sehr, sehr schwer, gegen die nur 1,67 Meter große Italienerin einen direkten Punkt zu erzielen. Fast genau 10 Minuten dauerte dieses Auftaktspiel in der Begegnung zwischen Raffaella Reggi und Chris Evert. Und so zäh und ausgeglichen erwartet man eigentlich den gesamten Verlauf dieser Begegnung. Interessant zu beobachten innerhalb dieser Grundlinienduelle, wie immer wieder ein Wechsel zu erkennen ist, wer innerhalb der Ballwechsel dominiert. Raffaella Reggi musste viel, viel laufen, aber sie ist natürlich 11 Jahre jünger als ihre Gegnerin und konditionelle Vorteile liegen sicherlich auf der Seite der Italienerin, die seit 1984 Tennisprofi ist und sich kontinuierlich in den vergangenen Jahren in der Weltrangliste immer weiter nach oben gearbeitet hat. Nehmen Sie schnell Platz. Danke. Auf eine besondere Variante im Spiel von Raffaella Reggi möchte ich Sie gleich hinweisen. Achten Sie einmal beim Aufschlag auf Ihre Schlägerhaltung. Da hat sie die Hand ganz unten normal am Schläger. Aber gleich nach dem Aufschlag rutscht dann die Hand nach oben, sodass das Schlägerende immer um etwa 10 cm hinter ihrer Hand hinausschaut. Sehr eigenwillig, aber dadurch hat sie die Möglichkeit, etwas schneller auszuholen. Bitte Ruhe. Sie spielt praktisch indirekt mit einem kürzeren Schläger.
15-0, 15 Love. Fünfzehn beide. 15 all. Schön gespielt von Chris Evert. Fünfzehn, dreißig, 15-30. Aus. 30 beide, 30 all. Vierzig, dreißig, 40-30. Oh. Einstein, Deuce. Vorteil, Advantage, Reggie. Einstein, Deuce. Das war selbst für Raffaella Reggi zu viel, die zudem der Meinung war, dass der vorherige Evert im Aus gewesen wäre. Vorteil Advantage, Evert. Einstein, Deuce.
Vorteil, Advantage, Reggie. Ja, da geht ein Raun durch das Publikum, aber von unserer Position aus gesehen würde ich mich der Entscheidung des Linienrichters, die anschließend auch durch den Schiedsrichter gestützt wurde, anschließen. Bitte Ruhe. Spiel gegen Reggie. Wieder ein langes Spiel und wieder ein Spielgewinn für Raffaella Reggie, die alles erläuft, die keinen Ball verloren gibt. Und ich weiß auch nicht, ob Chris Evert gut beraten ist, so häufig die Rückhand der Italienerin anzuspielen, mit der sie viel, viel druckvoller und vor allen Dingen für die Gegnerin unberechenbarer agiert als auf der Vorhandseite. Love 15. 0:15, love 13. Beide, 30 on. Trotz zweier Doppelfehler, der erste Spielgewinn für Chris Evert, die natürlich ständig bemüht sein muss, ihre Gegnerin unter Druck zu setzen. Normalerweise ist es ja in den Spielen von Chris Evert so, dass sie auf die Fehler ihrer Gegnerin warten kann. Aber in der Spielanlage ähnelt natürlich die Italienerin dem Spiel von Chris Evert, macht ihrerseits auch wenig Fehler, wenn überhaupt eher auf der Vor- als auf der Rückhandseite. Und wir schauen uns eine Studie der 22-jährigen Italienerin an, hier beim Aufschlag. Der Aufschlag ohne Frage eine der Schwachpunkte. Da sehen Sie, wie sie den Schläger hält. Unten schauen immer so einige Zentimeter heraus. Ständig in Bewegung und schon am Gesichtsausdruck erkennt man, was für ein Energiebündel die Italienerin ist, die, wie gesagt, keinen Ball verloren gibt und die sich hier in Filderstadt in diesen Tagen in hervorragender Form präsentiert.